So, da sind wir dabei. Enslaved Odyssey to the West. Wir sind immer noch im Windfarmerdorf, ganz genau. Wir sind vor den Bunkertoren gewesen, die verschlossen sind. Und die gehen nur von innen zu. Aus dem Grund besteht zumindest mal die Hoffnung, dass noch Überlebende hier irgendwo rumlungern. Wir gucken jetzt mal, wie wir da reinkommen oder wie wir die Türen deaktivieren können. Hey, wo willst du hin? Pass auf, wenn wir die Windturbinen anschmeißen, wird eine Überspannung entstehen. Die Elektroschlösser im Leitungsraum werden überladen, fahren runter und müssen rebooten. Klingt gut. Beim Hochfahren übersteuere ich sie. Ja, aber kann das klappen? Ja, komm mit. Man hat keine Ahnung, um was sie redet. Ich muss die Leistung auf etwa 1500 Kilowatt hochbringen. Du machst es schon, Lady. Hoffentlich haben die Generatoren bei dem Angriff nichts abgekriegt. Wäre das schlimm? Ja, sie sind okay. Dann funktioniert es. Okay. Woher weißt du das eigentlich alles, wenn du Windfarmerin bist? Ich frag nicht weiter, ja? Wow, okay, das ist cool. Erinnert mich tierisch an Xenoclash gerade irgendwie. Dieses Windfarmerdorf im Allgemeinen. Da gehen wir hin. Die Tore stehen zum Schutz unter Strom. Wenn du sie anfasst, wirst du gegrillt. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ja, lässt sich bestimmt irgendwo. Wir könnten über die Brücke weiter unten. Was heißt, wir könnten? Wir müssen wahrscheinlich? Wir sollten? Ich weiß nicht, wahrscheinlich sollten wir. Oh Gott! Damit man es auch gleich merkt, ja? Kann mal dagegen rennen. Um mal zu zeigen, was passiert, wenn man gegen dieses Tor rennt. Aber man stirbt nicht instant, sondern man wird eben, ja, gegrillt, wie sie schon sagt. Ein bisschen freundliche Art von gegrillt, nämlich einfach nur einen kleinen Schlag im Prinzip. Zieht es nicht so viel Energie ab. Trotzdem sollten wir es nicht dauerhaft machen. Es ist keine Sportart, für die ich mich eintragen würde. Das würde ich mir nicht im Fernsehen anschauen. Nein, ich unterstütze es nicht. Der Steg ist wohl hochgezogen worden. Das ist blöd. Da drüben ist der Kontrollhebel. Wenn du drumherum kletterst, kommst du dran. Okay. Dann werde ich doch mal drumherum klettern, oder? Oder habe ich da was falsch verstanden? Das ist doch das, was du von mir willst. Das wollen sie doch alle nur von mir. Die wollen mich nur zum Klettern. Keiner liebt mich. Wollen alle nur rumklettern. Ich kann verdammt gut klettern. Okay, wir müssen da runter. Oh Gott. Klettern kann aber auch manchmal fallen heißen. Deswegen gefährlich. Ja, nach unten und da rüber und hoppa und da hoch. Das war's auch schon. Jetzt leg den Hebel um und lass den Steg runter. Madame. Sie dürfen. Ich versteh's nicht. Warum machen die Sklavenhändler das, Monkey? Was bezweckt Pyramid? Keine Ahnung. Aber im Augenblick sollten wir besser deinen Vater finden. Das halte ich auch für einen guten Plan. Okay, dann müssen wir sie wieder hochschmeißen, wie es aussieht. Kommst du? Hallo? Hey! Hey! Hier bin ich. Komm mit, Frau. Ich werf dich da hoch. Wirf mich zu dem Fenster hoch. Von da aus schaffe ich es nach oben. Cool, cool. Dann suche ich mir einen anderen Weg. Du musst irgendwie alleine hochkommen. Kusch, ksch, 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 ksch. Darüber, weg, Monkey. Aus, da ist eine Banane. Jo, okay. Ist auch gar kein Umweg, oder? Oder müssen wir in die Richtung? Na gut. Was bleibt mir anders übrig? Oh, 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 oh. Nicht gucken, springen. Ja, kannst dich fallen lassen. Gut, okay, das war ja wirklich... Das sah gerade irgendwie in der Übersicht viel länger aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Zusammen, Trap. Wir schaffen das schon. Danke. Und nimm die Finger da raus, Trap. Wir haben keine Zeit für sowas. Hoppa. Und hier und da runter und darüber. Und dann weiter. Gar nicht drüber nachdenken, einfach nur springen. Wow, okay, da bin ich. Mist, mehr Max. Wenigstens kommen sie nicht durchs Tor. Sobald wir den Kurzschluss auslösen, kommen sie durch. Solche Trottel. Okay, überlass ihn. Schau sie dir an, wie sie sterben. Weil sie Roboter sind, deswegen ist es so witzig. Roboter, Strom, überladen. Schaltkreis. Wiu, kaputt. Versteht ihr doch, oder? Ist irgendwie lustig. Wir müssen die Segel, weil sie nicht wissen, was kommt. Schnell. Ich werde dir mit der Libelle zeigen, was wir tun müssen. Okay, dann zeig mir mit der Libelle, was wir tun müssen. Das ist ein sehr, sehr großes, sehr, sehr großen Rotor, kann das sein? Du solltest hinten hochklettern können. Aha. Du musst jedes Segel aufrollen, damit sie sich dreht. Okay. Los.
Ich muss jedes Segel aufräumen. Okay. Ich bin Segelmeister, falls du es noch nicht bemerkt hast. Man nennt mich auch den Captain. Ja, so nennen mich viele. Der Monkey, der Captain von der SS Monkey. Und jetzt will ich mal schauen, wie wir hochkommen. Hier zum Beispiel. Ich bleib hier und steuere die Bremsen. Jo, mach das mal. Was für Bremsen? Ist ein Auto? Was für Designs habt ihr denn hier in Windfarmerdorf? Ist aber kein Mercedes, oder? Nicht wirklich. Sieht mir aus wie amerikanisch. Ziemlich massiv aus Metall. Verbraucht wahrscheinlich 100 Liter Sprit auf 2 Metern. Aber cool, cool, ja. Hat Stil, auf jeden Fall. So. Sind wir auch schon an Segel Nummer 1. Hat funktioniert. Gut. Aber wir brauchen mehr Power. Ja. Kannst du die anderen Segel öffnen? Das werde ich tun. Warum kommst du an die anderen Segel nicht ran? Ah, müssen wir jetzt auf die andere Seite? Okay. Naja, gut, ich sehe. Von dem Gebäude da solltest du an die anderen rankommen. Okay. Dann wollen wir das tun. Können wir denn ja am besten wieder runter? Ich gehe mal hier lang. Das ist eine Ampulle. Trip, da ist eine Ampulle. Ich nehme sie mit. Die ist köstlich. Mich zum Nachtisch nachher. Oh, ich komme da nicht runter. Verdammt. Dann halt nicht. Nimm ich halt den langen Weg. Sterbe ich nicht, wenn ich da durchfliege? Oh nein, halt. Es geht. Oh, oh, okay. Ich sollte aber trotzdem nicht von diesen Zwischendingern getroffen werden. Oh Mann. Ich kann mir auch ganz schön die Birne zermatschen, wenn ich da irgendwie dumm dran stehe. Okay, von diesem Gebäude aus sollten wir rankommen, hieß es. Dann schauen wir doch mal, ob wir von diesem Gebäude aus rankommen an diese Segel. Ich kann sie anhalten, damit du aufspringen kannst. Sag mir Bescheid, wann. Okay. Okay, jetzt tritt auf die Bremse. Ich bremse? Ah, warte mal. Reicht das? Nein, das war Bullshit. Weiter. Gib sie an. Ich löse die Bremsen. Okay. Okay, jetzt tritt auf die Bremse. Ich zieh jetzt die Bremsen an. Oh, oh Monkey, oh Monkey, da könnten wir rankommen. Da kommen wir ran. Wie gut, was machen wir jetzt? Gib sie an. Wir fahren ein bisschen damit. Das ist so geil. Wow, 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 halt die Balance, halt die Balance, halt die Balance. Okay, so ist gut. Genau, jetzt kann ich nämlich dann das... Jawoll! Perfekt gestoppt, holy shit, das war eine Punktlandung. Jetzt können wir gediegen die Segel runterlassen. Oh oh. Da ist Mac, Donald. Der heißt so. Das letzte müssen wir auch noch erledigen. Gar nichts dafür. Ja, mach ich. Muss mal wieder runterkommen. Also gleiches Spiel wie gerade eben auch. Wieder gucken, dass wir sie richtig anhalten und dann drauf springen. Ist eigentlich recht simpel. Wenn man also so ungefähr den Moment raus. Oh, 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 shit. Wenn man so ungefähr den Moment raus hat, wo man. Warte mal, war das richtig? Muss ich hier lang gehen? Ja, das ist okay. Den Moment raus hat, wo man sich stoppen muss, das wollte ich damit sagen. Die haben halt auch so, die ziehen halt noch so ein bisschen nach. Das heißt, man muss ungefähr so mitberechnen, okay, die gehen jetzt noch, keine Ahnung, 5 Meter weiter, dass ich dann halt drauf springen kann, so wie jetzt. Das ist schon relativ schnell, jetzt muss ich... Oh, okay, jetzt ist die Bremse aber auch schnell. Was zum Teufel? Schnelleres Ding, schnellere Bremse, ich verstehe. Also muss ich jetzt auch weiter unten Stopp sagen. Trip, halte sie jetzt an. Okay, los! Trip, halte sie jetzt. Ah! Trip, halte sie jetzt. Na, no, Trip. Okay, los. Ah, Trip. Wie du es versaut hast. Okay, die hält relativ schnell. Da muss ich dann wirklich gucken, dass ich. Okay, so ist gut. Trip! Trip, what the fuck? Okay, so ist gut. Okay, aber mal losmachen und gleich wieder sagen Stopp. Dann hält sie oben. Okay, los. Okay, so ist gut. Mal gucken, wie weit er jetzt kommt. Das ist Bullshit. Das ist voller Bullshit. Ich komme da noch nicht ran. Komme ich da ran? Da komme ich doch nicht ran. Macht sich doch nicht lächerlich. Ich komme hier auch nicht hoch, oder? Ah, Mann. Verdammtes Segel.
Verdammte Segel. Okay, los. Ich habe eigentlich auf Stopp gedrückt, aber du kannst auch losmachen. Das ist schon okay. Ich muss halt gucken, dass ich dann irgendwie doch noch weiter oben Stopp sage plötzlich. Okay, so ist gut. Nein! Okay, los! Warum zum Teufel? Stoppt er immer an der gleichen Stelle und genau die Stelle, die ich nicht gebrauchen kann. Die ich absolut nicht gebrauchen kann. Trap, halte sie jetzt an. Ihr verarscht mich doch. Ihr wollt doch, dass ich da oben drauf gehe, oder? Ihr wollt doch, dass ich da oben drauf gehe. Ich muss wahrscheinlich auf eins der Segel draufspringen. Lass mich mal ganz kurz schauen, ob ich das wirklich so machen muss. Auf eines der Segel draufspringen und mich dann rüber auf die andere Plattform und... Wisst ihr? Okay. Achso, klar, damit halten auch diese Dinge hier an. Joa, ist ja nur ein Vorteil für mich. Ich muss eh nach da oben. Und... Marky, kommst du rüber zu dem roten Gebäude? Welches rote Gebäude? Rotes Gebäude? Trip, welches rote Gebäude? Ah ja, dieses rote Gebäude, auf dem ich die ganze Zeit schon bin. Ja, ich war schon dort. Warum soll ich jetzt plötzlich nicht mehr rüberkommen? Okay, los! Starte die mal. Und dann... Trip, halte sie jetzt an. Ist das der? Ist das der? Nee, ist nicht der. Verdammt. Okay, los! Ich muss da irgendwie... Oh, oder meinst du dieses andere rote Gebäude, Trip? Da, auf der Seite. Ja, ich glaube, sie meint dieses andere rote Gebäude. Seht ihr dieses Gebäude da links? Ja, jetzt verstehe ich auch, welches Gebäude sie meint hier. Gut, versuchen wir da hinzukommen. Ja, irgendwie, der Marker hat mich gerade aber auch, hat mir auch nicht gerade wirklich weitergeholfen. Zeigt halt noch das andere Gebäude irgendwie an. Auf der anderen Seite. Oh, you. Wer hat euch denn eingestellt? Ganz ehrlich, wer hat euch eingestellt? Ich höre sie nur rumtipsen. Die klingt wichtig, deswegen gleich sie in Ruhe. Nein, nein, da runter, Mann. Da runter, Monkey. Monkey! Wir kommen ja nicht runter, hab ich recht. Müssen wir wieder diese Rampe nehmen, wo wir hochgekommen sind? Ich glaube. Stun-Munition. Stun-Munition. Nehme ich mit. Kann ich brauchen, wenn die Typen da vorne reinkommen, die vorm Tor stehen. So langsam haben sie geschnallt, dass sie gleich draufhauen sollten mit ihren Robo-Händen. Komme ich denn hier rein? Komme ich hier rauf? Wie zum... Hätte ich davon... Oh, verdammt, ich hätte drüber springen müssen, habe ich recht. Oh, Mann. Ja, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Ich war aber, glaube ich, an der Stelle bin ich auch hängen geblieben. Erstmal von dem her. Alles kein Problem. Also es ist nicht wunderbar, das ist kein Blindrun. Ich peil's gerade nur einfach und wieder mal nicht. Oh, Chip, noch eine Ampulle. Ey, warte mal. Ah, ich kann keine Ampullen trinken jetzt. Komm schon, ich hätte voll Bock auf so eine Ampulle. So eine richtig köstliche Ampulle. Mit Erdbeergeschmack. Erdbeerampullen für die kleinen Monkey-Kinder. Dass sie ihre Medizin auch gerne nehmen. Ist doch klar. Ich glaube, wir müssen von hier oben nämlich darüber jumpen. Können wir nämlich darüber? Ha. Haha. Das ist nicht cool. Das ist irgendwie nicht cool. Oh Mann, starte die Dinger, komm schon. Wirf sie an. Wir müssen eh gleich wieder an, von dem her. Geh. Oh, Monkey. Oh, Monkey. Weil du zu dumm bist zum Laufen. Weil du zu dumm bist zum Laufen. Du bist ein Primat, das tut mir leid. Bist und bleibst ein sehr netter Primat, aber trotzdem ein Primat. Okay, muss ich mal gucken, vielleicht kann man das dann irgendwie... Trip, halte sie jetzt an. Jawohl, die kann man nämlich so stoppen. Das ist nämlich das Rätsels Lösung. Okay, los. Machen wir das wieder an. Okay, jetzt tritt auf die Bremse. Ja. Zack, und dann sind wir nämlich hier drauf. Und jetzt starten wir das Ding wieder. Und dann müssten wir jetzt stoppen, okay, jetzt wahrscheinlich. Um dann hier rüber zu kommen. Jawohl, das hat funktioniert. Ich bin begeistert. Okay, los. Und dann nach oben. Okay, jetzt tritt auf die Bremse. Und dann wieder stoppen.
Und dann das Segel runterlassen. Okay, wir haben es geschafft. Nach langer Überlegung, aber es hat funktioniert endlich. Das wär's. Sei vorsichtig auf dem Weg nach unten. Okay. Werde ich sein. Werde ich sein, glaub mir. Holy shit. Holy shit. Ah! Genau das meinte ich. Voll das Ding ins Gesicht gekriegt. Okay. Hat mich nicht getroffen. Sehr nice. Okay, was haben wir noch? Okay. Ich löse die Überspannung aus. Geh zum Tor zurück und halte dich bereit, wenn die Max reinkommen. Okidoki, Chef. Machen wir. Ab zum Tor. Max prügeln. Klopp, klopp. So wie ich es am besten kann eben. Aber das werden wir beim nächsten Mal machen. Ganz genau. Dann werden wir nämlich auf die Max hier warten und sie erstmal zermalmen, wenn sie hier reinkommen. So richtig mit dem Stab in der Mitte durch und dann nochmal reinschieben. Irgendwo an die Wand pinnen. Ich weiß auch nicht, was wir mit denen anstellen. Wir werden sehr viel Spaß haben auf jeden Fall. Bis dahin. Haut rein.